Und weiter geht's mit dem zweiten Part meines Montags-Updates. Ja, in 2 Wochen hat sich einiges angesammelt. Ich mache auch direkt weiter. Und zwar habe ich dann noch bestellt Spartacus von 1960, wenn ich mich nicht irre. Ja, 1960. Stanley Kubrick hat hier Regie, beziehungsweise ich war doch, Stanley Kubrick hat hier Regie geführt, bevor er dann die Science-Fiction-Ära eingeläutet hat, aber hier noch in so einem schönen Kostümschinken, der mir auch sehr gut gefällt. Spartacus ist wirklich ein klasse Film. Ist hier die 5th Anniversary Edition, ungeschnittene und restaurierte Fassung. Kirk Douglas spielt hier die Hauptrolle, Spartacus. Dann haben wir in der Nebenrolle noch Tony Curtis, Peter Ustinov und Laurence Olivier, um jetzt die zu nennen, die mir auch bekannt sind. Ist ein wirklich guter Film. Hat auch eine sehr lange Lauflänge. Der Film geht 197 Minuten. Und klar, den guckt man sich natürlich nicht so oft an wie manch anderen Film vielleicht. Meistens laufen diese Filme ja immer um die Osterzeit im Fernsehen. Die ganzen Kostümschinken, Spartacus, Ben-Hur, Moses und wie die alle heißen. Aber Spartacus, auch ein klasse Film. Dann habe ich mir mitbestellt, hier bin ich, also Spartacus hatte ich vorher noch gar nicht, den habe ich so bestellt, da habe ich kein Upgrade gemacht. Beim nächsten Film wieder ein Upgrade von DVD auf Blu-ray, und zwar Spy Game, der finale Countdown mit Robert Redford und Brad Pitt. Ist so ein Agenten-Thriller irgendwie in der Richtung CIA und sowas, habe ich auch lange nicht gesehen, hat mir damals aber verdammt gut gefallen, fand ich richtig klasse und deswegen natürlich dann auch wieder mitbestellt. Dann eine Kultkomödie aus den 80ern, und zwar aus dem Jahre 1980 genau, von einem der besten Regisseure der 80er, John Landis. Und zwar geht es um The Blues Brothers. Da hat mir das Steelbook überhaupt nicht gefallen, weil hier dieses, alles was hier weiß ist, ist auf dem Steelbook silber und das sah eigentlich wirklich grottig aus. Also mir gefiel es nicht. Ich finde eigentlich dieses Cover an sich schon nicht schön, aber es gibt kein schönes Cover. Selbst bei den DVDs gab es kein wirklich schönes Cover. Und es gibt so schöne Originalmotive von diesem Film, wo die zwei auf dem Auto stehen und tanzen oder sowas. Da gibt es einige schöne Motive und da hätte ich mir gewünscht, dass man davon eins genommen hätte. Aber es geht. Also hier ist, es gibt auch hier schlimmere und von daher kann man damit leben. Nur auf dem Steelbook muss ich das nicht haben, wenn dann auch noch alles, was weiß ist, Silber ist, das sieht dann wirklich scheiße aus. Also mir gefällt es nicht. Blues Brothers ist natürlich ein cooler Film mit Dan Aykroyd und so. Klasse Film. Dann habe ich mir noch drei Komödien aus Frankreich geholt. Also Krimi-Komödien mit Louis de Funès. Und zwar Fantomas. Fantomas gegen Interpol. Und Fantomas bedroht die Welt. Hatte ich vorher im DVD Digipack. Das Digipack habe ich für 25 € verkauft und habe mir dann die drei Blu-rays hier für 16 oder 17 € geholt. Da kann man nicht meckern. Habe ich ein bisschen geärgert. Ein paar Tage vorher war es beim Media-Dealer für 14,99 im Angebot. Da hätte ich nochmal 3, 4 € sparen können. Aber ist ja nicht so schlimm. Für 6, 7 € ist es auch okay. Fantomas habe ich auch ewig nicht gesehen. Ich weiß nur noch, dass bei einem Film Louis de Funès eine ganz grausame Stimme hat, die überhaupt nicht zu ihm passte. Aber die Filme an sich fand ich damals richtig cool. Ich liebe Louis de Funès, der hat wirklich einige absolut geniale Komödien gemacht. Und Fantomas ist halt ein bisschen Krimi mit drin, das macht auch richtig Spaß. Und von daher habe ich die natürlich auch mitbestellt. Ja, dann habe ich hier noch ein Upgrade gemacht von DVD auf Blu-ray. Da ist jetzt die Blu-ray vor kurzem erst erschienen von Koch Media. Koch Media ist ja momentan so ein Label, was ich richtig liebe, weil die wirklich viele Filme rausbringen. Oft mit den Originalcovern, manchmal leider ein bisschen abgeändert, wie bei den kommenden Filmen, Das Geheimnis meines Erfolges und Der Tod steht gut. Da haben sie es so ein bisschen rangezoomt, ein bisschen die Farben verändert. Das gefällt mir nicht ganz so gut, aber ist immer noch besser als zum Beispiel das alternative Cover der Neuauflage von Das Geheimnis meines Erfolges, was wirklich grauenhaft aussah. Ja, und hier habe ich mir dann bestellt Katzenmenschen. Auch eine sehr, sehr geile, ja, ein sehr, sehr geiler Horrorfilm. Ist auch ein Remake von einem Film aus den, ich glaube, 40er Jahren. Und Katzenmenschen ist einfach genial gemacht. Regie hat hier Paul Schrader geführt, der Autor von Taxi Driver.
Und wirklich verdammt gute Special Effects hier, auch eine geile Verwandlungsszene, ähnlich wie bei American Werewolf gemacht, also wirklich super. Schönes Covermotiv, gefällt mir sehr gut. Auch einige Extras, die sehr interessant sind. Hier haben wir einen Audiokommentar vom Regisseur Paul Schrader. Deutsch-amerikanischer Kinotrailer, Diskussion mit Effektkünstler Tom Berman, circa 11 Minuten lang. Dann ein Set-Interview mit Paul Schrader, ein intimes Porträt über Paul Schrader, Featurette über die visuellen Effekte, circa 3 Minuten. Regisseur Robert Wise über Val Lewton, Regisseur des Originals Katzenmenschen. Also Val Lewton war der Regisseur des Originalfilms aus den 30er, 40ern, ich bin nicht genau ganz sicher. Dann Trailer des Originalfilms Katzenmenschen und dann noch eine Bildergalerie mit seltenem Werbematerial und Fotos vom Set. Also einiges wurde hier auch noch mit draufgepackt, was auf der DVD auch nicht vorhanden war. Und die DVD hatte halt so ein ja, hässliches Covermotiv. Dann habe ich noch bestellt einen Thriller, ja, einen spanischen, beziehungsweise einen Thriller von einem spanischen Regisseur, der in England spielt, und zwar in Oxford. Und zwar ist das Oxford Murders von dem Regisseur Alex de la Iglesia. Mit Elijah Wood und John Hurt in den Hauptrollen. Hier geht es um die, ja, nach dem Roman Pythagoras Morde wurde das verfilmt. Und hier geht es halt um Morde, die immer ein Zeichen, ja, ein Zeichen vorweisen, welches so eine gewisse Reihenfolge in der Mathematik bildet. Und dem gehen dann Elijah Wood und John Hurt nach. Sehr, sehr verwirrend der Film. Man hat also wirklich bis zum Ende absolut keine Klarheit darüber, wer ist jetzt hier der Mörder, wer ist der Schuldige. Macht sehr viel Spaß der Film. Hier habe ich jetzt einen Upgrade gemacht vom DVD-Mediabook auf das Keepcase. Mediabook ist zwar schön, aber hier wollte ich auf jeden Fall die Blu-ray haben. Und deswegen habe ich hier ein Upgrade gemacht. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Dann bei dem nächsten Film habe ich auch ein Upgrade gemacht vom DVD-Steelbook auf das Blu-ray Keepcase. Ist auch die Uncut- und Uncensored-Version, und zwar von dem Film Hatchet. Für mich einer der besten Slasher-Filme der letzten Jahre, hat mir echt gut gefallen, hat richtig Spaß gemacht. Leider hat mir der zweite gar nicht mehr gefallen und den dritten habe ich leider auch noch nicht gesehen, deswegen kann ich da auch noch nichts zu sagen, aber der erste war richtig gut. Hier sind auch einige Slasher-Stars mit dabei. Also Kane Hodder, der Jason Voorhees gespielt hat, spielt hier mit. Robert Englund, natürlich bekannt als Freddy Krueger, spielt hier eine kleine Rolle. Und Tony Todd, der Candyman gespielt hat, spielt hier auch mit. Also ein cooler Film, der so eine absolute Hommage ist an die Slasher-Filme der 80er Jahre und sehr viel Spaß macht. Dann die letzte Blu-ray, ein Thriller aus Schweden. Ja, ich müsste wirklich aus Schweden sein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die kommen ja meistens aus Schweden. Und zwar mit dem schwedischen ja, Superstar, könnte man sagen, Mads Mikkelsen oder Mads Mikkelsen. Und Alexander Skarsgård spielt hier mit, und zwar Exit, Lauf um dein Leben. Der lief vor ein paar Tagen im Fernsehen, habe ich mal reingeschaut. Und ja, der Anfang war für mich schon ausschlaggebend, dass ich den Film dann auch direkt bestellt habe. Den gab es zum Glück in der Aktion bei Amazon mit drin. Und dann habe ich den direkt mitbestellt. Ah ja, hier steht es, Schweden 2006. Hat mir sehr gut gefallen. Hier geht es um so einen Komplott. Und zwar wird Mads Mikkelsen so ein bisschen, also ist so ein Teilhaber von der Firma, und sein Mitinhaber und Partner und bester Freund wird ermordet und ihm wird der Mord dann angelastet. Und er muss natürlich seine Unschuld beweisen und geht dann der Sache nach, flieht dann vor der Polizei und organisiert dann so gewisse Sachen, um der Sache dann auf den Grund zu gehen. Ist auch nicht übertrieben, der Film. Also es gibt einige Szenen, wo Mads Mikkelsen jetzt auch nicht als Überheld hervorgeht und ja, alles immer in der Hand hat, sondern auch manchmal eine auf die Fresse kriegt, was mir sehr gut gefallen hat, dass es halt nicht so übertrieben unrealistisch wirkt. Und kann ich auch nur empfehlen, geiler Film. Wer die DVD, die Blu-ray bestellt, die kommt in einem Schuber, leider mit einem festen FSK-Logo, deswegen habe ich den Schuber weggemacht und das Cover so reicht mir dann auch aus. Dann kommen wir noch zu ein paar DVDs. Da habe ich mir die Otto-Gesamtbox bestellt mit den 5 Otto-Filmen: Otto der Film, Otto der neue Film, Otto der Außerfriesische, Otto der Liebesfilm und Otto der Katastrophenfilm. Mit den schönen Originalcovern: Otto der Film, Otto der neue Film,
Otto der Außerfriesische, Otto der Liebesfilm. Und dann leider, also leider geändert das Cover von Otto der Katastrophenfilm, um das natürlich diesen Covern hier anzupassen, wurde das Cover so gemacht. Das Originalcover ist ja ein bisschen anders gestaltet, hat die gleichen Elemente drauf, ist dann nur bunt und hat noch andere Sachen mit drauf, was mir eigentlich besser gefiel. Es passt natürlich jetzt gut hier zu der Reihe, ist auch nicht so schlimm. Leider war auch hier die Hülle kaputt, wollte ich erst zurückschicken, dann stieg der Preis aber und die konnten mir ja keinen Ersatz schicken. Das funktionierte vom System her irgendwie nicht und dann habe ich gedacht, dann storniere ich es halt nicht und behalte halt mit dem Fehler hier. Vielleicht kriege ich ja irgendwann mal so eine Hülle in die Hand, dass ich austauschen kann. So schlimm ist es natürlich jetzt auch nicht. Ja, Otto sind einfach geile Filme, die ich in meiner Kindheit gesehen habe, die ich in meiner Jugend gesehen habe. Und Otto fand ich eigentlich immer gut, bis auf diesen Ottos 11, der hat mir nicht gefallen. Da kam irgendwie der Funke nicht rüber, der Witz hat nicht so bei mir gefunkt. Ja, die Box hat jetzt 13,79 Euro gekostet, mittlerweile steht sie schon wieder bei 15 Euro. Was mir ganz gut gefällt, ich mag zwar eigentlich diese Slim Keep Case Hüllen nicht, allerdings nehmen die wenig Platz weg und so schlecht sehen die jetzt auch nicht aus. Allerdings kann man die schlecht in Schutzhüllen packen, deswegen lasse ich die in diesem, ja, nicht wirklich schönen Schuber, also der ist nicht wirklich schön gestaltet, dann noch ein fester Flatschen drauf und einfache billige Pappe, aber zum Schutz reicht und von daher bleibt es dann auch da drin. Ja, dann die letzten zwei DVDs, einmal habe ich bei Amazon bestellt, war immer so um die 18,99, ich glaube der war jetzt um die 12,99, da habe ich dann zugeschlagen. Bei Rebuy ist er auch von 15 mittlerweile runter auf 8 Euro, ist allerdings ja gebraucht und bei Steelbooks hat man ja oft das Pech, dass die verkratzt sind oder Dellen haben und dann vielleicht eventuell die Discs auch noch verkratzt sind, deswegen habe ich dann doch bei Amazon bestellt. Und zwar geht es um den Horrorklassiker Nosferatu. Ja, Nosferatu, das Original, die restaurierte Fassung mit Originalmusik, die Transit Classics Deluxe Edition von Transit Classics ist das Label, was den Film hier rausgebracht hat, im Vertrieb von UFA, Universum Film. Hier haben sie sich wirklich viel Mühe gegeben für die Restaurierung und ja, also schöner Film. Klassiker natürlich und ein großer Einfluss auf die Horrorfilme der darauffolgenden Jahrzehnte, würde ich sagen. Wir haben hier die restaurierte Fassung, die Rekonstruktion der Originalmusik von 1921 nach Hans Erdmann von Bernd Heller. Es spielt das Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken unter Leitung von Bernd Heller. Ja, wir haben hier 5.1 Stereo Sound und natürlich Vollbild, ganz klar, ist natürlich ein Film aus den 20er Jahren. Da kann man nichts anderes erwarten. Steelbook ist jetzt nicht unbedingt vom Cover her super schön, aber es ist okay. Also auch hier gibt es schlechtere Cover, wie zum Beispiel bei das Phantom der Oper aus von 1925. Da gab es einige Cover, die waren einfach nur grottig. Da ist das hier wirklich schöner. Dann habe ich mir bei Saturn noch einen Film mitgenommen, der in der Grabbelkiste lag. Den hatte ich auf meiner Liste stehen. Gibt es auch nicht auf Blu-ray, nur auf DVD. Und von daher habe ich hier zugeschlagen. Und zwar ist das für 1,99 Euro The Chaser. Ja, den Film habe ich irgendwann auch mal im Fernsehen aufgenommen, habe mal reingeguckt. Ist so ein Thriller, wo jemand, glaube ich, entführt wird oder so. So ein Zuhälter spielt hier eine große Rolle. Allerdings habe ich halt auch nur mal reingeschaut und den so nebenbei geguckt. Hatte mir wirklich gut gefallen, was ich gesehen habe und deswegen für 1,99 auf jeden Fall zugeschlagen. Da kann man ja nichts falsch machen. Ja, das war mein Update in zwei Parts. Ist einiges in zwei Wochen zusammengekommen. Diese Woche kommt auch wieder einiges. Ich habe ja bei Amazon schon wieder bestellt. Ich habe bei Rebuy bestellt. Ich habe keine Ahnung, noch irgendwo bestellt, ich weiß nicht. Naja, ja, das war's, mein Update, ich hoffe es hat euch gefallen, schreibt mir fleißig Kommentare, schreibt mir was zu den Filmen, kennt ihr die Filme nicht, habe ich euch Inspiration gegeben, euch irgendwas zu kaufen oder habt ihr irgendwelche Filme dabei, wo ihr jetzt sagt, nee, jetzt kaufe ich ihn nicht mehr, nachdem ich darüber erzählt habe. Ich weiß es ja nicht. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich freue mich natürlich drüber. Wird alles beantwortet. Und wir sehen uns dann spätestens nächsten Montag im
Update und ja, nächsten Montag werde ich es dann auf jeden Fall auch wieder machen. Jetzt habe ich einen ganz trockenen Hals und wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche und genießt einfach die Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao.